Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir versuchen den Umbau erneut. Mit einem kleinen Kredit. Ich glaube 60.000. Müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ich habe jetzt hier auch ein paar Stationen reingebaut. So, jetzt haben wir hier zwei. Ich weiß nicht, ob wir damit hinkommen. Fahrzeuge, genau. Ich würde hier mal eben noch. Ja, vier Fahrzeuge ist schon besser. Connecten wir mal alle die Treibstoff. Okay. Dann haben wir hier Ramp Service. Würde ich zumindest drei Fahrzeuge schon mal reinsetzen. Und auch hier alle einmal connecten. Dann haben wir hier. Genau, das ist hier Sport Bistro hier. Nee, Catering. Dass wir hier dementsprechend Catering haben auch. Hier soll ein Passagierflugzeuge landen. So. Hier haben wir. Ja, hätte ich schon gerne. Also hier. Hier. Bitte, wenn ich zählen kann. So. Okay. Der Rest soll von da laufen. So. Okay, dann haben wir das nämlich auch. Das hiermit. Einschalten müssen wir noch. Okay. Den habe ich ausgeschaltet, als ich ihn gebaut habe. Und jetzt könnten wir hier zumindest schon mal große Flieger annehmen. So, die würde ich jetzt einfach mal 20 nennen. Auch hier die hier 23 24 24 ja. Noch mal also 5 Stück genau. Und dann gucken wir mal, ob wir die nämlich schon annehmen können. So, und wenn wir dann ein größeres Passagierzeug haben, das würde ich dann hier sogar hinsetzen. Ja, direkt der Kontakt nach da. Denn die werden ja noch betreut, sollen sie auch noch machen. Und die dementsprechend von hier. Okay. Mal gucken, was wir hinkriegen. So. Hier, oh, das sieht schon gut aus, oder? Aber wir bräuchten ja. Okay, Wasseranschluss haben wir nicht. Auch nicht. Catering etc. hätten wir. Müsste hier drin sein, ne? Ja, okay. Dann will ich nämlich hier, guck mal, hier den 2000er. Kriegen wir alle hin. So, und dann können wir den Service kriegen wir zu. 2 Stunden können wir ja erstmal lassen. Unterschreiben. Oh, das erneut waren wir mal nicht. Vorschau mit kriege ich hier nicht rein. So, da doch die Vorschau, ne? Kommt Grenze für die Fluggesellschaft. Okay, das heißt, da haben wir erstmal genügend. Guck mal, hier sind aber die sind rot. Hier könnten wir noch welche nehmen, ne?
Wichtig ist auch die Punkte, die man hier oben hat. Man gibt das auch aus. Hier, ne? 26 von den Punkten. Das soll so ein bisschen symbolisieren. Ne? Das kostet auch Arbeitskraft dementsprechend. Die würde ich gerne alle annehmen, oder? Erstmal die teuren nehmen, so genau, jetzt haben wir erstmal die, können nämlich erstmal nicht mehr hier einsetzen, so dann gehen wir hier hin, 20 20 20, vielleicht lassen wir, weiß ich nicht, aber einen offen lassen oder nicht, nee, komm, wir gucken erstmal so, was wir hier so unterkriegen. Was geschafft hier, glaube ich, ne? Hier so. Mal so. Planen. Tragfenster, so jetzt haben wir hier. Wieso jetzt? Ja. Wir können ja erst mal bei den bestehenden gucken. Ob wir nicht hier noch was bei haben. Guck mal hier, das sieht doch gut aus. Aber das können wir nicht annehmen. Wir müssen doch noch mal ein paar neue nehmen. Fracht. Ne, dann haben wir erstmal die. Dann würde ich sagen, verteilen wir das mal ein bisschen besser hier, oder? Hier 5 Stück da. Ein bisschen hier auf. So legen, dass wir hier nicht alles, ne? So. Würde ich sogar vorschlagen, dass wir hier unten das noch mal freigeben lassen, die 24 für spontane, da vielleicht sogar so. Eigenungsbereich, so. Okay, geht nicht. Wo ist besser? Okay. Bestätigen wir. Und dann bin ich gespannt jetzt, wie es läuft. Aber ich hoffe nicht, dass es ist. Okay. Und jetzt hier. Okay, Gewinn haben wir gemacht. Ja, okay, durch den Darlehen. Was jetzt auch kommt, ist Sprit hoffentlich gleich.
Wir haben hier so eine kleine Insel geschaffen, ne? Die dann halt schön die dann versorgen. Guck, ob das funktioniert. So, jetzt kommt erstmal Sprit und Cargo. Sollte eher da oben ankommen. Also Cargo haben wir erstmal hier oben nur. Cargo könnte ich mir vorstellen, dass wir den in dem Bereich hier machen. Schön. Ne? Hier bin ich jetzt gleich gespannt, was hier für Maschinen landen. So, mal gucken, hier haben wir zwei und da oben, ne? Und hier. Der erste. Heute nehmen wir gleich noch mal komplett, oder? Gepäckwagen, der Dings kommt. Nochmal gucken, ob wir ganz kurz Pause machen. Cargo. Ne, hier, dann könnten wir das gleich machen hier, ne? Catering, okay. Den gleich noch. Dann können wir da auch einen besseren Wagen nehmen. Großer Bus, den haben wir ja auch schon neu eingesetzt hier. Oder hinten ist eine Leiter runtergelassen worden. Das heißt, die braucht noch gar nicht diese Fahrleiter. Sabine hatte, glaube ich, jetzt geschrieben, sagte. Ich glaube, Dortmunder Junge, ne? Dass er die von Düsseldorf noch kennt. Aber auch da. Cargo Service, sehr gut. Das heißt, hier kommen auch noch entspannt die Fahrzeuge an. Haben wir noch nicht voll geklatscht, aber dann können die ihren Rhythmus finden. Aber die Busse kommen noch komplett von drüben. Das ist erstmal nicht anders machbar. Aber wir sind ja schon am Forschen und wenn wir dann das Upgrade haben, setzen wir den einfach näher hier dran. Und fertig, ne? Da kommt der Gepäckwagen, also der eine hat ja die. Gepäck raus. Ah ne, das ist für das andere Flugzeug. Ah, da kommt er. Guck mal, der sieht anders aus. Fällt mir auf jeden Fall. Wie gesagt, oben, das läuft jetzt einfach weiter. Wie soll da weiter? Dann können wir das irgendwann abreißen. Gut, die kriegen Catering hier unten. Cool, ich krieg jetzt alle Catering. Da haben sie auf jeden Fall jetzt Catering ganz gut ausstatten erstmal. Was kriegen sie so an Sprit? 4600, das kriegt uns, das kann unser Tankcluster. Wo wir auf der anderen Seite stehen. Der steht da. Ich kann 6000, okay, das passt schon. Kommt schon der nächste Flieger wieder. Ja, morgens stimmt, haben wir mehr. Ja.
Ja, aber ich freut mich, dass diesmal der Umbau funktioniert hat. Ich glaube, es war einfach, dass ich morgens das hätte nicht umbauen sollen. Also baut abends um. Mal kurz gucken. Wir haben ein Gepäck. Karo. Sieht schon cool aus. Und so 37. Oh, hier, guck mal. Ah, der kann drüben landen, das ist okay. Hat die Frage, ob wir hier nicht auch sagen können, okay, oder? Dass die hier Gepäck annehmen können, weißt du? Dann können wir die hier spontan entscheiden, was es wird. Maschinen sind, ne? Große Maschinen können ja nicht auf der Graspiste, sag ich mal, landen. Ich freue mich, dass der Umbau geklappt hat. So, jetzt muss nur noch der Umsatz passen. So, jetzt haben wir hier nochmal. Der reicht hinten. Na, das sieht er, 23, 24 könnten wir jetzt auch lassen. 15 geht nicht. Das ist dann hier. Also weg. Man muss es zwischendurch mal entschleunigen, finde ich. Ich glaube, es kommt gleich noch mal Sprit, oder? 4 Stunden. Gepäck verladen, zwei werden betankt. Ah, sieht gut aus. Echt gut aus. Wenn das wirklich in der Mitte halt fehlt, dann kann man immer noch nach hier weitergehen, ne? Dass man hier neben der Bahn noch was macht. Weil ich glaube, für den Anfang ist es erstmal so ganz gut. Können die tragen? 20. Und wie viel kriegt der? Rauschen, Packings, einsteigen, sehe ich gerade nicht. Und ich abgefahren, aber wegen Planken. Ah, 17. Okay, einsteigen. Catering für 10, also das kriegen nicht alle Essen. Minuten 39 Die Stunde hätte glaube ich auch gereicht, oder? Das war steigen schon ein. Weil wir da gleich wieder abheben hier, denke ich. Nicht zählt ihn am Boden. Ne, der ist durch, ne?
der braucht, glaube ich, auch belegt. Was ist das denn jetzt? Den könnten wir schon hier oben 2-4. Und dann lassen wir den mal hier landen, auf der 23 oder kommen auf der 24. Der Tank noch, der kriegt Catering. Genau, Catering fährt wieder. Der landet da. Ist das die Cargo? Ja, ist die Cargo-Maschine. 2000 Liter. Verdiene auch ein bisschen was mit. Und womit wir auch was verdienen, ist mit der Folge für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.